Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Play.exe, dem Videospielmagazin aus Magdeburg. Wir haben heute endlich mal wieder einen eventuell anspruchsvollen Beitrag am Start. Aber nicht von mir, sondern von Jannis. Der hat sich auf den Weg gemacht zum Virtual Reality Labor der Universität Magdeburg. Und was das genau ist, das wird er euch erklären. Bei uns sinkt auf jeden Fall das Niveau wieder auf Play.exe-Level. Und zwar werden wir nur eine Gangbeast spielen, wie sich das gehört, uns ein bisschen anschreien und zu viert auf der Couch rumlungern. Und dann haben wir noch ein Special vorbereitet zu schon erschienenen, aber auch noch kommenden Remakes, denn derer gibt es momentan sehr, sehr viele. Gut, aber bevor wir zu den Remakes kommen, kommen wir zu einem Spiel, was ganz neue Feature bringt, und zwar zu A Way Out. Ein Spiel, das verspricht, dass man bloß ein Spiel braucht und zusammen mit einem anderen Spieler online Koop zusammenspielen kann. Marvin und ich haben das Ganze ausprobiert und wir zeigen euch jetzt, ob wir es geschafft haben, aus einem Gefängnis auszubrechen. Na hoppla, was kam uns denn hier ins Haus geflogen? Ein neues Spiel von EA, nicht zum Full Price und mit nur einem Spiel kann man zu zweit online oder offline im Koop zocken? Das hat definitiv unser Interesse geweckt und darum haben wir für euch A Way Out mal unter die Lupe genommen. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass man A Way Out zu zweit spielen kann. Naja, man muss sogar. Es ist tatsächlich ein Spiel für Freunde. Jeder schlüpft dabei in die Rolle eines gefährlichen Verbrechers. Entweder in die Rolle des Italieners Leo oder in die Rolle vom ruhigen Vincent, der den Gegenpol bildet. Aber Gegensätze ziehen sich an, wie wir wissen. Auch wenn es zwei unterschiedliche Spieler sind, wir lernen trotzdem immer beide Seiten kennen. Denn selbst wenn wir online spielen, splittet sich der Bildschirm hin und wieder auf, damit wir sehen können, was eigentlich unser Freund gerade macht. Vertraut mir aber, wenn ich euch sage, dass ihr so eine Art des Splitscreens noch nie erlebt habt. Wenn es bei einem Charakter spannend wird, dann wird eben dieser Bildschirm größer. Hin und wieder wechseln die Seiten von vertikal auf horizontal und manchmal sieht man komplett nur eine Person. Das passiert meist, wenn man spielbeeinflussende Aktionen ausführt. Alles, was man tut, beeinflusst das weitere Spielgeschehen. Auch wenn A Way Out in vielen Stellen den Takt angibt, kann man sich hin und wieder dafür entscheiden, welchen Weg man einschlagen möchte. Stichwort alternative Enden. Gerade wenn man sich entscheiden muss, trennt sich die Spreu vom Weizen. Was haben wir vor dem Bildschirm diskutiert, was wir tun sollen? Gewalt anwenden oder mit Worten klären? Wer soll welche Aufgabe übernehmen und wer soll sich im dreckigen Wäschewagen verstecken? So ein Ausbruch ist auch menschlich gar nicht mal so einfach. Aber dafür hatte ich lange nicht so viel Spaß mit einem Koop-Spiel. Besonders diese Diskussion am Rande, die teilweise noch tagelang weiterging und auf die immer wieder Bezug genommen wurde. Neben dem ganzen Ausbruch und der Flucht kommt man tatsächlich auch hin und wieder mal ins Schwafeln. Die Welt bietet unglaublich viel zu entdecken und sogar kleine Spiele zwischendurch, von vier Gewinnen bis Hufeisenwerfen. So viel Spaß kann ein Ausbruch machen. Spoilerfrei möchte ich jetzt noch sagen, dass wir nach einigen Stunden dachten, dass wir fertig wären mit dem Spiel, doch in genau diesem Moment ging das Spiel erst richtig los und es ging noch dreimal so lang. A Way Out weiß, wie man Spannung aufbaut. Oh Mann, ey, was habt ihr uns da gebracht? Es ist der Wahnsinn, wie viel Spaß wir mit A Way Out hatten. Ein recht günstiges Spiel, das man dann kostenfrei mit Freunden spielen kann. Endlich wieder Splitscreen, davon möchten wir in Zukunft definitiv mehr haben. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der Otto von Guericke Universität Magdeburg, denn hier findet heute das zweite Trainer-Workshop-Wochenende von Magdeburg eSports statt. Und wir schauen jetzt mal zur Fakultät für Informatik, denn da findet das Ganze statt. Dritte Etage. E-Sports wächst und wächst und wächst. Und das auch in Deutschland. Mit der Gründung des ESBD, dem E-Sports-Bund Deutschland, wurde im vergangenen Jahr ein großer Schritt gemacht. Und auch in Magdeburg hat sich einiges geändert. Vergleichen wir die Trainerausbildung mit dem Vorjahr, hat sich das Konzept enorm entwickelt. Im letzten Jahr konnten wir 4 Trainer mit dem Konzept ausbilden. Dieses Jahr sind es so um die 20, also haben da schon deutliche Fortschritte gemacht. Mit dem E-Sport-Bund Deutschland haben wir einen großen Partner sozusagen an der Seite. Wir haben mit Euronics Alternate auch gute Leute hier, die den Leuten was beibringen können, haben Erfahrungen sammeln können und
Man sieht's, es sieht gut aus. Und auch hochkarätige Referenten haben dazu beigetragen. Diverse Gäste aus dem Sportbereich, also Sporthochschule Köln war mit dabei. Der Landessportbund hat vorbeigeschaut, Uni Halle, der Sportbereich hat vorbeigeschaut. Also ich denke, es hat sich sehr gut entwickelt und wir werden mal sehen, wohin das noch geht. Doch nicht nur Vertreter der Sporthochschule Köln waren beim Workshop vor Ort. Auch Christian Reinhardt, Geschäftsführer des Fußballverbands Sachsen-Anhalt, war eingeladen. Ein weiteres Zeichen dafür, wie sich der E-Sport in Deutschland mit Hilfe des E-Sports-Bunds entwickeln kann. Die Brücke zwischen E-Sports und dem herkömmlichen Sport sei dabei sehr wichtig. Dieses Interdisziplinäre zwischen den Verbänden, die wie der E-Sport ihre Strukturen gerade aufbauen, und wir, die wir zwar Strukturen haben, die sehr gut sind, aber auch durchaus hier und da in die Jahre gekommen. Wir versuchen gerade so einen kleinen Wissenstransfer, dass wir quasi ihnen Ideen geben, wie baut man das auf, und gleichzeitig für uns auch Ideen für Innovationen mitnehmen. Besonders viel Wert legt Christian Reinhardt auf die Trainerausbildung im E-Sport. Ich glaube, das Wichtige ist, und das haben wir ja auch gerade hier, dass die Leute, die diese Spiele spielen, eben sinnvoll lernen, was sie da machen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass der E-Sport-Bund diese Trainerlizenz entwickelt, auch mit pädagogischen Inhalten. Denn das ist auch das, was, glaube ich, das Wichtige ist, gerade bei den jungen Spielern. Er selbst spielt in seiner Freizeit auch sehr gern das ein oder andere Videospiel. Dadurch weiß er auch, wie viel Potenzial dahinter steckt, wenn man die richtige Herangehensweise beachtet und E-Sports als Sport betrachtet. Wenn man sich hier auch mal umguckt, auch die Emotionen und auch das neben der körperlichen Aktivität, das Begleitende, auch hier in der Gruppe, also ich sehe es auf jeden Fall als einen Sport. Ein Gast, der auch schon im vergangenen Jahr dabei war, ist Tobias Benz, ehemaliger Teammanager von Euronics Gaming. Für ihn steht in diesem Jahr besonders die inhaltliche Vermittlung von Themen im Vordergrund. Wichtig dabei, es gibt keine Faustformel für den Erfolg. Es gibt hier keine Anleitung genau, dass man sagt, okay, wenn du das und das und das machst, bist du ein erfolgreicher Manager oder Coach, sondern es geht hierbei wirklich darum, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um dann wiederum zu reflektieren, in welche Richtung man maßgeschneidert für seine eigene Situation mit seinem eigenen Team auch gehen kann. Der zweite Teil des Pilotprojekts Trainerausbildung im E-Sports zeigt, wohin der Weg gehen soll. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der ESBD, der ein großes und wichtiges Netzwerk darstellt. Also zuallererst war es einfach wichtig, dass man für verschiedene Institutionen, auch sei es in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, einen Ansprechpartner hat. Das hat der E-Sport-Bund Deutschland geschaffen. Wir dürfen gespannt sein, was uns in den nächsten Monaten und Jahren erwarten wird. Ich denke, es wird sich noch sehr, sehr viel weiterentwickeln, auch viel in Richtung Sport und Strukturierung. Also die Chancen für Sportvereine beispielsweise sind enorm, junge Leute auch zu kriegen, die dann im Sportverein sich engagieren. Ich glaube, dass sich der E-Sport, wie er jetzt ist und wie er sich in meiner Vision auch weiterentwickeln könnte und wird, und mit den Institutionen wie mit dem ESBD, immer mehr in diese gesellschaftlich legitimierte Sportlandschaft hineinentwickelt. Ob er wirklich Sport ist, sei dahingestellt, aber er wird sich in den Sport integrieren. Von der Bildungselite des Landes zurück hier ins Studio zu uns beiden. Und Jasper, du hast auch einen Beitrag gemacht? Ganz richtig. Ich habe mich nämlich mit den hiesigen Remakes und Remasters auseinandergesetzt, die in den letzten Monaten herausgekommen sind. Remakes überfluten momentan den Videospielmarkt. Und die Frage stellt sich natürlich, ob das einfach nur eine Geldmacherei ist oder ob tatsächlich auch ein paar Juwelen dabei sind, bei denen es sich wirklich lohnt, die nochmal zu remaken. Ich bin da zwiespältiger Meinung, habe mir aber drei Beispiele rausgesucht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, für meine Person sprechend, ich liebe Remasters und Remakes und Co. Ganz einfach, weil jüngere Generationen, ich zähle mich da einfach mal dazu im Vergleich zu dir, du alter Herr. Hey, okay. weil ganz einfach, es gibt Spiele, die kann man nicht mehr spielen, weil zum Beispiel der Fernseher nicht genug Anschlüsse hergibt oder ähnliches. Und da ist ein Remastered oder ein Remake eine echt coole Sache. Das ist richtig, da stimme ich dir zu. Solange es nicht 60 Euro kostet und von EA gemacht ist, dann ist es okay. Touché. Remakes und Remasters sind nicht nur in Hollywood gerade en vogue. In diesem Jahr fühlt es sich so an, als wäre jeder zweite große Release eine Neuauflage eines schon erschienenen Spiels. Für die Spieler ist das eine zwiespältige Erfahrung. Denn zum einen kann man nostalgisch ein liebgewonnenes Stück Kultur nochmal erleben, zum anderen wird man das Gefühl nicht los, dass man diese auf Kosten von innovativen und neuen Ideen genießt. Und auch die Qualität dieser Remakes oder Remasters schwankt extrem.
Ich möchte mir mit Secret of Mana und Shadow of the Colossus zwei Spiele anschauen, die man doch an unterschiedlichen Enden dieses Spektrums ansiedeln kann. Secret of Mana auf dem Super Nintendo zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Hat es doch damals den vielleicht besten Game-Soundtrack der 16-Bit-Ära mit einem dynamischen Kampfsystem verbunden, welches man auch noch mit zwei Freunden auf der Couch genießen konnte. Eine der auffälligsten und entscheidendsten Änderungen des Remakes ist die neue 3D-Grafik, die zwar schön bunt und rund ist, aber nicht den Stil und die Detailverliebtheit des Originals erreicht. Hier wäre man mit einer längeren Entwicklungszeit oder einer 2D-Variante sicher zu einem besseren Ergebnis gekommen. Den grausigen, neu interpretierten Soundtrack kann man zum Glück ausstellen, doch fallen einem Secret of Mana-Fan sofort kleine Veränderungen auf, die zwar nicht integral für ein gutes Spiel sind, dem Original aber eindeutig einen Großteil seines Charmes verliehen haben. Warum kann ich zum Beispiel das hohe Gras nicht mehr mit meinem Schwert abschlagen? Oder warum wurde die ikonische Kanoni-Flugsequenz komplett gestrichen? Es leuchtet mir schon ein, dass man heutzutage keine Ladezeiten mehr mit Mode 7-Grafik überbrücken muss, doch sollte ein Remake doch wenigstens seinen Ursprung anerkennen und stilbildende Elemente irgendwie als Hommage integrieren. Darüber hinaus ist das Remake ein solides Spiel. Das Kampfsystem spielt sich super rund und auch ein wenig fairer und kontrollierter als beim Original und der Umfang ist identisch. Trotzdem sieht man beim Zocken viele verpasste Chancen und spürt förmlich den Druck des Publishers zur Fertigstellung. Schade eigentlich. So belebt man den Klassiker nicht zu neuem Leben. Das Leben von Shadow of the Colossus ist derweil vergleichsweise noch nicht mal in der Pubertät. Einmal, weil es erst 12 Jahre alt ist und weil das Spielprinzip und die Atmosphäre wahrscheinlich auch in den nächsten 12 Jahren einzigartig und zeitlos bleiben werden. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das rein grafisch aufgebesserte Remaster auch heute noch über alle Zweifel erhaben ist. Die melancholische Geschichte vom Kampf gegen die Kolosse hat nichts von ihrem düsteren und zutiefst berührenden Charme verloren und bleibt ein einzigartiges Erlebnis in der PlayStation-Historie. Dennoch wundert man sich, warum die Steuerung im mittlerweile schon zweiten Remaster des Spiels nicht optimiert wurde. Auch grafisch fällt schon auf, dass das Meisterwerk von Team Ico nun schon zwei Konsolengenerationen auf dem Buckel hat und für einen 12-Jährigen schon ganz schön verbraucht aussieht. Dennoch holt man hier alles raus, was man aus einem guten Remaster rausholen kann. Und Shadow of the Colossus zeigt, wie man mit wenig Veränderungen zu einem fantastischen Ergebnis kommt. Remakes sind dann cool, wenn man ihnen genug Zeit gibt, eine eigene Vision zu werden. Square hat sich mit Secret of Mana zwar Mühe gegeben, etwas Modernes aus dem Klassiker zu machen, doch dabei teilweise vergessen, was das Original überhaupt erst so toll gemacht hat. Team Ico weiß hingegen genau, was an Shadow of the Colossus gut ist und sieht deswegen kaum Grund zu einer Neuerfindung, was in diesem Fall der richtige Schritt war. Ein Remake hat eben genauso viel Entwicklungsliebe verdient wie ein neues Spiel. Auch bei Play.exe haben wir immer ein Remake am Start. Und zwar remaken wir jede Sendung aufs Neue unsere Studio-Zock-Session. Zock-Session! Heute spielen wir Gang Beasts. Und zwar mit Tobi, dem Boss aller Bosse. Play.exes Nummer 1. Nach mir, der Nummer 0. Janis, fantastischer Aufnahmeleiter. Und unseren ukrainischen Korrespondenten Valeri. Hala at your boy, sagt man in der Ukraine zum Hallo sagen. Wir spielen heute Gang Beasts. Gang Beasts ist ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Deswegen übergebe ich jetzt an Tobi, der die Regeln erklärt. Wir haben nämlich auch einen kleinen Twist mit eingebaut. Vielen Dank, Jasper, aka Jasper. Wow, danke. Danke für den wunderbaren Spitznamen. Kein Problem, ich bin kreativ wie eh und je. Wie immer. Wir spielen Gang Beasts, ein Spiel, in dem es darum geht, dass wir jetzt vier Personen sind, wie wir hier nun mal sitzen. Und das Ziel ist, dass wir uns gegenseitig aus einer Arena schmeißen müssen oder schlagen müssen oder wie auch immer wir uns aus der Arena rausbefördern. Einen kleinen Twist, Jasper hat es eben schon gesagt,
Marvin ist bei uns. Der ist da oben irgendwo. Hallo, hallo. Marvin. Hi. Ist es Gott oder Marvin? Das klingt nach Marvin. Klingt eher nach Marvin, stimmt. Und Marvin, der wird uns gleich Flachwitze vorlesen. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn wir lachen über diesen Flachwitz, müssen wir unseren Controller weglegen auf den Tisch für 5 Sekunden. So. Vielleicht lege ich den auch auf einfach hier hin. Das ist mein Tisch. Sehr gut. Und dann wieder nehmen. Und dann können wir ihn wieder nehmen. Okay. Und dann kann weitergezockt werden. So, wir haben alle unsere Outfits ausgesucht, unsere Hautfarben ausgesucht. Ich persönlich habe mich für den braunen Sheriff entschieden. Ich bin eher so der Outside-Sheriff, der in irgendwelchen Wäldern rumfleucht und in Stranger Things irgendwelche verrückten Sachen aufklärt. Ja, das ist mehr so ein Reptilienkopf, ne? Ich glaube, das ist schon häufiger, kommt schon häufiger vor. Auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir gehen los. Ja, ich bin der Bauarbeiter, der Pinke, und Valeri spielt den Burgerman. Der Hamburger Kopf. Den Bürgermeister. Oh Gott. Was? Hä? Okay. Wir sind auf Trucks? Warum? Warum sind wir? Warum? Ich muss springen. Ah, oh, ich kann nicht springen! Ja, sofort tot. Zwei Polizisten, die ich brühe. Nein! Ey. Wie hält man sich fest, Leute? Oh. Ah, mit den. Ja, nein! Ja! Nein! Oh, Double KO! Achtung. Braun gewinnt? Das war nie das Braun gewinnt. Was ist denn? Klar, Braun gewinnt. Achtung! Was sitzt auf einem Baum und schreit Aha? Ein Uhu mit Sprachfehler. Wow. Also. Wow. Eigentlich hat Valeri gelacht, aber Valeri hat so höflich gelacht. Eigentlich war auch das draußen. Das war höflich. Ja, okay. Ja, das war so ein Mitleidslachen, damit Marvin sich nicht so schlecht fühlt. Ja. War schon mal den Hut verloren. Oh, das geht. Okay. Ich hab keine Ahnung, das funktioniert. Achtung! Was ist weiß und stört beim Frühstück? Eine Lawine. Hä? Okay, ja. Ich auch kurz. Das macht keiner. Was? Das war eine 5 Sekunden. Schon, ne? Jetzt mache ich euch fertig. Oh, wir halten Händchen, schön. Ey, auf damit, nicht hochziehen. Geduld halten. Oh, jetzt sind wir eine Masse. Oh, ja. Nein! Oh ja, das braucht er. Nein! Achtung! Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Einen Seehund. Oh Gott, was macht ihr denn? Ich hab keine Ahnung. Hey, so wird, das Spiel wird nie aufhören so. Achtung! Oh. Wo leben die meisten Gespenster? In Budapest. Der war schlecht. Der war schlecht. Jetzt raus mit dir! Ja! Das war ich! Tja, erst wie hast du es gemacht? Erst raus mit dir. Den nehmen wir gemeinsam raus. Okay, sure. Ja, dann müssen wir auch mal warten. Das Spiel ist furchtbar. Wirklich. Ja. Nein! Braun, Mann. Was? Ach, cool, ey. Komm. Unentschieden! Oh. Okay. Erstmal bitte wieder drin. Unentschieden. Okay. Das bedeutet jetzt, wer kriegt den Punkt? Gibt es Sudden Death oder so? Kriegen beide einen. Keiner kriegt einen. Keiner. Okay. Oh. Man muss also gewinnen, um einen Punkt zu kriegen. Ein Unentschieden reicht in dieser harten Leistungswelt von Gang Beasts nicht. Ja, das ist. Wo bin ich? Oh, da muss man in diese. Was ist denn das Ziel? Hä, wer bin ich? Ach, dann die Leute runterwerfen. Dann kann man springen. Mit X. Das ist der Knopf, der aussieht wie ein X. Man muss doch Dreieck und R1 zusammen. Ja, mit Dreieck hebst du die Leute hoch. Aber ich muss es zusammendrücken. Nein! Ich will schon wieder sterben! Hör auf, mir den Hut runterzuschlagen. Alter! Ey, lass mich in den Hut! Ich halte mich fest. Ach, ey. Alter! Lass los! Lass los! Oh, yes. Ich kann Polizei gerade fertig machen. Entschuldigung, weil ich das. Nein, komm! Will nicht! Ey, komm doch her! Ja. Nein! Das ist doch nicht so schlimm, komm schon. Oh, wir machen schön. Oh nein, ihr werdet nicht mehr. Ey, verpiss dich aus meinem Leben! Ah! Nein! 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 Ey. Aber wieder Braun den Punkt geschenkt, toll, Janis! Okay, wollen wir einfach
bisschen Spaß haben. Ja, lass Scheiße. Einfach. Okay, das war spaßig. Alle anderen. Einfach den Ride genießen vielleicht. Oh, 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 ich halte mich fest. Oh. Boah, ich bin wie Spider-Man. Spider-Bauarbeiter. Go for it. Oh. Wenn ich jetzt fallen lasse, ist alles cool. Ich warte einfach so lange, bis alle runtergefallen sind. Wuhu! Hab ich jetzt Ach, man hätte auch einfach Nein. warten können. Oh! Komm hier rauf! Oh, Schweinegeld. Achtung! Nein! Hä? Wo sind wir? Achtung! Ja, wir. Achtung. Grün gewinnt! Okay, ja, bitte! Nee, den hebe ich jetzt auf. Das finde ich. Ich glaube, hinter mir ist ein Poster abgefallen. Nein! Spring! Du bist doch zu blöd zum Schwimmen! Schwarzen Polizisten ist nicht zu trauen. Achtung! Wie Dance the Washington Train. Achtung! Mhm. Jaspers Leben. Nein! Wie kommt man da wieder? Wow. Ja, das kriegst du auf jeden Fall zurück. Also, ganz ehrlich, das ist ein Spiel, das habe ich zuletzt erlebt in GTA Vice City, dass man nicht schwimmen kann, ja. Mr. Anderson! Oh Gott. Na? Auf grün, kommt gleich der Zug? Kommt gleich der Zug? Kommt man raus irgendwie? Wie zieht man sich denn hoch? Ja, aber ich helf dir. Wieso solltest du? Damit wir gegen Grün kämpfen können. Ja! Oh nein! Nein, Grün ist ja noch da! Mama! Oh. Please, don't! Achtung. Ja! Ja! Achtung, Achtung! Wie nennt man eine Kuh auf einem Fahrrad? Oh. Murat! Wann kommt denn der Zug? Wann kommt denn der Zug? Was kommt denn überhaupt? Du dancest da unten rum und machst dann. Nein! Oh, Grün gewinnt! Grün gewinnt. Wieder. Fantastisch. Marvin war kein großes Hindernis bei diesem Spiel, aber meine Inkompetenz auf jeden Fall. Die Exekutive gewinnt mal wieder in einem Spiel, wo es um alles geht. Gangbeasts, nur zu empfehlen. Macht vor allem mit Freunden Spaß. Also nicht so, wie wir es spielen. Das war's mit PlayExe. Sendung Nummer 7 ist vorbei. Wir haben aber schon einen kleinen Teaser auf nächste Sendung. Und zwar wird Valeri, den ihr jetzt hier das erste Mal gesehen habt, einen Beitrag zu dem Stealth-Action-Spiel Past Cure machen. Valeri, kannst du kurz erklären in deinen eigenen Worten, worum es da geht in Past Cure? Ja. Для справжніх шанувальників хоррорів та стелсів від третьої особи ця гра представить велику кількість можливостей та цікавих різноманітних вражень. Ja, genau. Vor allem der dritte Satz hat auf jeden Fall Sinn gemacht und da freue ich mich besonders drauf. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe Play.exe. Wir werden ein bisschen international und schauen wir mal, wie das läuft. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.